Jetzt sage ich was zum grünen Wachstum, dazu wie das zusammengehört und dann höre ich zu und dann reden wir miteinander. Aber ich möchte diesen ersten Block auch für sich stehen lassen. Ich habe ein paar ziemlich massive Dinge behauptet hier, die Sie hoffentlich nicht glauben werden, aber hoffentlich mitnehmen werden. Bevor man sowas glaubt, sollte man sich ein paar Gedanken machen, ein bisschen überprüfen und dergleichen. Ja? Ich bin nach bestem Wissen und Gewissen zu diesem Schluss gekommen, zu dem, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe. Ich habe das im Zeitraffer gemacht, aber bitte. Jetzt vergessen Sie, wenn das noch geht, einen Moment lang die Finanzkrise und reden wir über grünes Wachstum. In Ihren Rückmeldungen, die sich im Wesentlichen, was mich erstaunt hat, nicht auf die Finanzkrise bezogen haben, habe ich eigentlich drei große Themen gesehen, auf die ich jetzt reagieren will. Das erste Thema, einzelne Beiträge sagen, Wachstum kann nie und nimmer nachhaltig sein, kann nicht im Ernst das Etikett grün verdienen. Ich denke, dass das wirklich eine ernste und schwierige Frage ist und will da jetzt nicht kurz darüber hinwegwischen. Ja? Ich will bloß den Unterschied machen zwischen, sagen wir mal, 20 Jahren und 200 Jahren. Wenn Sie in den nächsten 20 Jahren, zum Beispiel in Deutschland, den Energieverbrauch, sagen wir mal, halbieren wollen, was wahrscheinlich schon ziemlich sinnvoll wäre, dann müssen Sie vor allem eins machen. Sie müssen vor allem Gebäude energetisch effizient renovieren. Das geht nicht anders. Wenn Sie das durchrechnen, das haben wir gemacht, heißt das, Sie müssen die Nettoinvestitionen in diesem Land um etwa 50% steigern. Das heißt, Sie müssen die Wachstumsrate in diesem Land um etwa 50% steigern. Das heißt nicht, dass Sie das 200 Jahre lang machen müssen. Aber bis Sie den ganzen Gebäudebestand dieses Landes energetisch saniert haben, da gibt es einen riesigen Investitionsbedarf. Und diesen Investitionsbedarf zu erfüllen, das meine ich mit grünem Wachstum. Und wenn man das nicht will, aber trotzdem die Energie senken, den Energieverbrauch senken, dann kommt man sozial in sehr, sehr schwierige Wetterlagen. Ja? Das war Punkt 1. Thema, ist Wachstum überhaupt grün? Geht das? Ist das nicht Etikettenschwindel? Was ich dazu sagen möchte, ist, ob das über 200 Jahre geht, würde ich eigentlich bezweifeln wollen. Über 20 Jahre, denke ich, geht es gar nicht anders. Irgendwo dazwischen wird dann sich etwas verändern. Ich zerbreche mir heute Abend darüber nicht den Kopf, aber wenn Sie eine Diskussion wollen, können wir das gerne tun. Das zweite Thema, was ich so herausgespürt habe, das war die Rolle des Staates. Da waren mehrere Beiträge, die Zweifel anmeldeten darüber, ob der Staat das alles steuern kann und soll. Es gab auch Beiträge, die sagten, natürlich tut er es sowieso, also soll er es wenigstens gut machen. Ich glaube, das ist eine enorm wichtige Diskussion. Ich gebe da jetzt einfach mal einen Denkanstoß in unseren heutigen Abend hinein. Der Unterschied in der Politik zwischen rechts und links macht sich in Industrieländern seit 200 Jahren an dieser Frage fest. Links ist der Versuch, Auswüchse, Grausamkeiten, Krisen der Märkte mit politischen Mitteln zu kontrollieren. Rechts ist das Vertrauen, wenn man die Märkte nur machen lässt, pendelt sich das besser ein, als wenn man sich da irgendwie einmischt. Ich glaube nicht, dass man einfach so sagen kann, eine von diesen beiden Auffassungen ist richtig. Ja? Ich glaube, das führt nichts daran vorbei. Man muss es von Fall zu Fall untersuchen. Es gibt einen Beitrag, wo gesagt wird, der Staat kann gar nicht Wachstum fördern. Da möchte ich zu bedenken geben, was der Staat gemacht hat angesichts der letzten großen Weltwirtschaftskrise, nämlich um 1930 herum. In USA, in Frankreich, in England, in Russland, ja und auch in Deutschland, hat der Staat massiv aufgerüstet und hat genau dadurch massiv Wirtschaftswachstum gefördert. Es hat funktioniert, es ist gegangen. Ja? Hätte der Staat nichts gemacht, hätten wir dort noch ganz andere Dimensionen von wirtschaftlichem Zusammenbruch erlebt. Ich glaube, dass wir heute in einer ähnlichen Situation sind. Und damit führe ich jetzt die zwei Dinge zusammen. Viele Dinge aus Ihren Mails habe ich jetzt nicht berührt. Ich werde gerne in der Diskussion auf die Dinge zurückkommen, die ich nicht berührt habe. Aber mein dritter Punkt ist eben der, wir werden aus der jetzigen Krisensituation nur rauskommen, wenn es gelingt, dieses
wirklich riesige Finanz-, Geldkapital, was im Augenblick auf dem Planeten herumschwappt, wieder in unternehmerische Investitionen zu lenken. Das nochmal über Rüstung zu versuchen, ist zum Glück in Europa nicht mehr möglich. Es gibt durchaus Länder, wo das nicht so unmöglich scheint, aber in Europa geht das nicht, Gott sei Dank. Ja? Die plausibelste Art, wie man diese gewaltigen Geldvolumen wieder in unternehmerische Investitionen umsetzen kann, ist in der heutigen geschichtlichen Situation der Übergang zur Nachhaltigkeit, das, was als grünes Wachstum apostrophiert wird. Das ist einerseits weltweit in der Bevölkerung sehr viel stärker verankert, als die meisten Leute begreifen und wahrnehmen. Und es ist gleichzeitig in der Elite, in den Leuten, die uns Schweizer in Davos jeweils beglücken, indem sie da ihr Geld liegen lassen und kluge Dinge sagen, in der Weltelite ist diese Vorstellung ebenfalls sehr stark verankert. Die Schwierigkeit ist, wenn wir das zusammenführen wollen, dann müssen wir uns mit den Bankern anlegen. Und das ist schwierig. Erstens, weil die Banker einflussreich sind und zweitens, weil niemand so richtig versteht, wie dieses Finanzwesen funktioniert. Die Banker auch nicht. Aber alle verstehen, dass uns das um die Ohren fliegen kann und dass das nicht lustig ist. Also haben alle Angst. Als kleine Provokation zum Ende sage ich Ihnen mal kurz, was die Schweden gemacht haben. Ein braves, fleißiges, protestantisches Völkchen. 1992, Finanzkrise Schweden. Die haben ihre Banken verstaatlicht. Das Management, nicht vollständig, aber an entscheidenden Stellen ausgewechselt. Es wurde niemand erschossen, es kam niemand ins Gefängnis. Man bekam einen Golden Handshake, eine Yacht, was immer, ja, aber man war draußen. Dann und erst dann wurden die Banken rekapitalisiert, sodass sie wieder loslegen konnten. Dann wurden sie in die Gewinnzone geführt und dann wurden sie gewinnbringend an der Börse wieder verkauft. Ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken, warum wir das heute nicht nur nicht tun, nicht einmal diskutieren. Ja? Wir diskutieren es nicht einmal. Deshalb wird es schwierig werden, also ich bemühe mich hier wirklich nicht zu viel rosa Zuckerguss anzubieten, aber ja, ich bin schon der Meinung, grünes Wachstum zusammen mit einer vernünftigen und das heißt ehrlich gesagt ziemlich zielsicheren Regulierung der Finanzmärkte, das wäre schon eine vernünftige Sache jetzt. Und die große Verwechslung ist halt die, es gibt Banken, die sind too big to fail. Die sind so groß, dass sie können nicht zulassen, dass sie pleite gehen. Das ist zu gefährlich. Das stimmt, das ist so. Irgendwann muss man die dann vielleicht wieder auflösen, aber im Augenblick sind sie da. Das heißt noch lange nicht, dass die einzelnen Banker, die diese Firmen leiten, nicht ausgewechselt werden können. Und dass wir eine Situation haben, und Occupy Wall Street ist eine Antwort darauf, wo diese Leute zunächst mehr als nur eine goldene Nase verdienen konnten, um dann die Verluste kaltblütig auf die Steuerzahler abzuladen, auf eine Art, wo wir aus der Krise nicht wirklich rauskommen, wo wir auf mindestens 10 Jahre kleinen, schwachen Wachstums, hoher Arbeitslosigkeit, selbst in Deutschland und erst recht in ärmeren Ländern zusteuern, das finde ich schon einen guten Grund, ein bisschen miteinander zu diskutieren. Und wir haben ja was zu knabbern und was zu trinken. Und in dem Sinn freue ich mich auf das Gespräch.